Obwohl man mich, die lieben Zuschauer haben es bemerkt, hier schon gesehen hat, möchte ich aber hier bei Bresser, einem inhabergeführten Unternehmen, doch nochmal nachhaken, was es hier so gibt. Dazu begrüße ich erstmal Daniel Ebbert. Wunderschönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Ebbert, was mir als erstes aufgefallen ist, faszinierende Produkte. D-Max ist ein Fernsehsender. Was hat es damit auf sich? Ja, wir haben jetzt die Lizenz von D-Max in diesem Jahr übernommen. Wir launchen die Produkte hier jetzt zum ersten Mal. Wir haben Metalldetektoren im Programm, wir haben Wetterstationen im Programm, wir haben Actioncams im Programm, Dashcams für die Autofahrer, um das alles zu dokumentieren, was man gerade so macht. Also D-Max als Fernsehsender sehr, sehr bekannt, gerade als Männersender Nummer 1 natürlich. Und wir sind jetzt als Lizenznehmer hier aufgetreten, um die Produkte jetzt auf der IFA das erste Mal vorzustellen. Was ich sehr faszinierend fand, ich glaube, dass es wenig Menschen, ich behaupte das mal, in unserem Land gibt, vielleicht auf der Welt gibt, die nicht interessiert, wie das Wetter wird. Und nun habe ich da so eine futuristisch anmutende Wetterstation gesehen, die ja auch wohl Teil dieser interessanten Kooperation ist. Was genau ist das für eine Station? Was kann die? Was tut die? Ja, also es ist eine komplette Wetterstation, die ich mir zu Hause aufstellen kann, im Garten, aufs Haus, wie auch immer. Und das Interessante an dieser Station ist, dass sie die Daten, die ihre Station direkt in ihrem Garten auffängt, also Regenmessung, Windmessung, direkt ins Internet übertragen können und dort abrufen können, egal wo sie gerade sich befinden. Sie haben eine App dabei aufs Handy, sie können die Daten wirklich überall abgreifen und sie wissen ganz genau, wo oder wie das Wetter gerade zu Hause ist, wenn ich vielleicht auch gerade unterwegs bin, im Büro bin oder sonstiges. Und das ist eine super Sache. Das ist eine neue Technologie und einfach genial. Früher hörten sich solche Dinge immer an, dass ich dafür Informatik studieren muss. Das heißt, ist die App eine Bresser-eigene Entwicklung? Kostet die Geld? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also die kostet kein Geld, selbstverständlich. Die kommt mit dem Produkt mit. Man braucht auch kein IT-Studium dafür, sondern man hat... Es ist alles Plug and Play sozusagen. Man muss ein paar Einstellungen vornehmen, das ist aber ganz genau beschrieben. Ansonsten sind wir auch als Firma Bresser sicherlich als Supporter da vor Ort beziehungsweise am Telefon und per E-Mail erreichbar, sodass wir das sicherlich auf den Weg kriegen. Aber wie gesagt, es ist ganz einfach einzustellen und man muss kein IT-Studium dafür haben. Und die Werte sind dann sozusagen Echtzeit, was bei mir wettermäßig zu Hause passiert. Geht das auch dann in den Bereich Forecast? Kann ich da weiter mitspielen mit diesem Gerät sozusagen? Kann man auch. Es sind die Daten aber auch gespeichert im PC. Also man sieht wirklich die Kurven, die Temperaturkurven, die Windkurven. Also es ist wirklich für denjenigen, der wirklich mal das eigene Wetter zu Hause erforschen will auch und genaue Informationen von zu Hause haben will und nicht vielleicht aus der nächstgrößeren Stadt, die 50 Kilometer entfernt ist, ist das eine perfekte Station. Na, ich habe ja Geräte gesehen, mit denen kann man 50 Kilometer in die nächste Stadt gucken, nehme ich mal an. Auch das haben wir, ja. Aber reden wir nochmal über die Wetterstation, stelle ich mir doch wahnsinnig umfangreich vor. Was hat die für ein UVP und ist die überhaupt schon am Markt erhältlich oder ist das ein Prototyp? Also wir haben sie im Moment noch nicht am Lager, aber sie wird in knapp 8 Wochen da sein und sie wird im Handel zur Verfügung stehen für 349 Euro. Für eine komplette Wetterstation ist das sicherlich ein guter Preis und sie haben die Möglichkeit, wie man da nachher sehen wird oder wie Sie jetzt gerade sehen, haben sie auch die Möglichkeit, Regenmessung durchzuführen, Windmessung. Also es ist wirklich eine komplette Station, ich sag mal, wie die großen Wetterstationen das auch benutzen, halt ein bisschen komprimiert. Wo im weitesten Sinne sind die Produkte aus dieser Kooperation verfügbar? Sie sind bei uns verfügbar, bresser.de, aber auch in weiteren Fachmärkten zur Verfügung. Wir haben es auch im D-Max Shop, ist natürlich ganz klar auch promotet. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, Internet, Fachhandel, überall können Sie die eigentlich kriegen. Ansonsten einfach mal bei uns melden und wir sagen Ihnen genau, wo Sie die gerade bekommen können. Sie sind kein Konzern, sondern eher ein Inhaber, familiengeführtes Unternehmen. Wie muss man sich so Entwicklungen vorstellen? Sitzen da so 4, 5 schlaue Köpfe zusammen und überlegen sich, was machen wir morgen früh mal? Interessiert mich einfach mal, wie geht das los bei Ihnen? Wie entstehen solche Produkte, die ich hier bewundern darf? Ja, also wir haben Produktmanager bei uns, die mit einem Ingenieurteam auch irgendwo zusammenarbeiten. Die Ideen entstehen eigentlich aus dem Alltag. Ja, wir laufen durch den Alltag durch und sagen, boah, sowas müsste man eigentlich mal haben. Und dann fangen wir daran an zu arbeiten und das zu verbessern. Da ist ein tolles Team dahinter und wir bringen tolle Produkte voraus. Da werden wir mal wieder reinschauen, da wird ja sicherlich noch einiges kommen. Herr Ebbert, vielen Dank für diese Insights von Bresser. Tolle IFA, alles Gute für den Produktlaunch und wir sehen uns hoffentlich mal wieder. Vielen Dank. Ja, super, ich freue mich.
Da lernen wir doch jetzt mal daraus, dass man nicht unbedingt die Wetterfee im Standardfernsehen anschauen muss. Man kann das natürlich tun, aber es geht auch anders. Ich schaue jetzt mal weiter auf unserem Rundgang IFA 2017 und nehme euch gerne mit. Bis gleich am nächsten Stand. Tschüss.